Ja. Das Problem ist mit dir ist, dass du das bist, was meine Mutter einen DD nennt. Einen deterministischen Defätisten. Deine Mutter! Je mehr ich von deiner Mutter höre, umso weniger kann ich sie leiden. Militär halte ich sowieso nicht aus. Theater in Leopoldschlag, das steht seit vielen Jahren für Qualität und beste Unterhaltung. Beides ist auch in diesem Jahr wieder garantiert, wenn die Komödie im Dunkeln am Spielplan steht. Nach dem großen Erfolg mit dem Besuch der alten Dame im Vorjahr setzt man diesmal also wieder auf etwas leichtere Kost, um das Publikum zu begeistern. So dreht sich diesmal alles um Brinsley Miller, der mit allerlei Chaos in seiner kleinen Welt zurechtkommen muss. Der Brinsley Miller ist ein Künstler, der gerne von der Kunst leben möchte, aber einfach nicht die Gelegenheit dazu kriegt, sich zu präsentieren. Das heißt, er ist im Endeffekt ein armer Schlucker. Und versucht aber trotzdem jetzt über die Schiene der Frauen sich besser gehen zu lassen, versucht einen schwerreichen Sammler zu bewegen, dass er was, ihm was abkauft, damit er einfach sein elendes Leben ein bisschen aufpeppen kann. Für den bis dato ziemlich mittellosen Bildhauer scheint die große Stunde gekommen zu sein, als sich ein bekannter Kunstsammler bei ihm ankündigt. Doch während die Aufregung bei ihm, seinem zukünftigen Schwiegervater sowie einer dem Alkohol nicht ganz abgeneigten Nachbarin ohnehin schon an den Nerven zerrt, kommt es zu einem Kurzschluss. Alle tappen im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln, was zu allerlei Verwechslungen führt. Ein Stück, das also wie gemacht für die Faschingszeit zu sein scheint. Amen. Was ist jetzt? Oh mein Gott, ein Stromausfall, ein Kurzschluss. Der Plattenspieler muss ihn ausgelöst haben. Oh ja, wir brauchen eine Sicherung. Wo ist denn der Sicherungskasten? Draußen im Flur. Hast du Kerzen? Nein, habe ich nicht. Was ist mit Streichhölzer? Die habe ich auch. Naja, vielleicht hinten bei den Flaschen. Moment, ich nehme mal nach. Au. Nein, hier ist auch nichts. Vielleicht am Plattenspieler. Verdammt! In Leopoldschlag wird immer wieder versucht, an Stücke ranzukommen, die nicht so bekannt sind, aber die vor allem im Winter lustig sind, die ja, einfach Komödien. Und da gibt es halt, es gibt zwar viele, aber vor allem im englischen Sektor gäbe es viele, aber wenige Übersetzungen. Und ja, das war einfach Zufall. Wir lesen da gemeinsam, also das Team, Herr Robin Leopoldschlag und ich, und einigen sich dann einfach auf ein Stück. Und heuer ist es von Peter Schäffer, Komödie im Dunkeln, und es ist wirklich, wirklich lustig und macht einfach ihre Spaß auch zum Proben. Hör mir zu, halte du die Stellung, biete ihnen Drinks an und überlasse alles andere mir. Ich kann es schaffen, Stück für Stück. Das klappt doch nie, das ist unmöglich. Brinsley! Ich komme, Ma'am, ich komme. Ich habe nur ein paar leere Flaschen gesucht, um sie im Pub abzugeben. Wenn der Kerl keinen Dachschaden hat, verstehe ich den Sinn des Wortes nicht. Vertrau mir, Liebling, vertrau mir. Du erfüllst deine Aufgabe und ich meine. Im Laufschritt, Miller! Ja, ich geh schon. Hilfe ist im Anrollen. Weinen Sie sich, junger Mann! Durch das Stück zieht sich der typisch britisch-schwarze Humor hindurch. Eine neue Erfahrung also für die Stammgäste der Grenzlandbühne Leopoldschlag, wobei der Regisseur davon überzeugt ist, dass dieser Humor auch im Müllviertel gut ankommen wird. Britischer Humor ist ein bisschen ein schwarzer Humor, und das ist da auch. Es geht eigentlich der ganze Zeit um diese Existenz dieses jungen Künstlers, der versucht mit allen Mitteln zu diesem großen Auktionator zu kommen, der aus Russland da extra anreist. Und es geht alles drunter und drüber, und es gelingt ihm eigentlich gar nichts. Und es bricht eigentlich dann im Endeffekt alles zusammen. Und auch Liebe es ist riesen Durcheinander, aber im Endeffekt geht es, glaube ich, gut aus. Ich glaube, er bleibt arm. Das ist nicht ganz offen, das Ende. Also nicht geschlossen, sondern offen. Er bleibt, glaube ich, arm, aber glücklich. Gründe, sich dieses Stück anzusehen, gibt es genug. Die Darsteller garantieren gute 2 Stunden beste Unterhaltung, in denen man die eigenen Probleme einfach mal vergessen und dem Pech des Hauptakteurs auf der Bühne mit Schadenfreude begegnen kann. Also dann die Drinks. Sind nett für Mr. Gorringe und für Mutter vermutlich Scotch. Ich werde ein Glas Vera mit Tonic nehmen. Und wie um alles in der Welt willst du das anstellen? Im Dunkeln? Ich weiß genau, wie ich die Flaschen aufgestellt habe. Es ist ganz einfach.
Warten Sie, meine Liebe, ich werde ein Streichholz anzünden. Oh. Nur für einen kurzen Moment. Nein. Das ist bestimmt nicht gefährlich. Oh, nein! Was war das denn? Wollen Sie uns alle in die Luft jagen, Mr. Gorange? Soll Mr. Godunov uns hier in lauter klitzekleine Stückchen gerissen auffinden? Na, das wäre eine Bescherung. Godunov, der soll kommen. George Godunov. Dass der Zusammenhalt unter Teamgästen Leopold Schlag etwas ganz Besonderes sind, beweist die Tatsache, dass sowohl die Darsteller als auch der Regisseur immer wieder gerne an den Produktionen mitwirken. Ich glaube, das macht es aus. Es gibt viele Theater oder vor allem Semi-Profis und Bühnen, wo man arbeiten könnte und arbeiten kann, aber da heroben in Leopold Schlag, es ist einfach, ja, die Leute rundherum sind so engagiert und es macht einfach so Spaß. Man wird immer gut aufgenommen und es passt rundherum die Qualität. Also das Bühnenbild, ich habe die Entwürfe abgegeben und es wurde nur kurz diskutiert und irgendwie drei Wochen später stand da schon irgendwie ihre Bühne mit ersten Stock und mit allen Tralala. Also das ist einfach sehr professionell und da macht es einfach, wenn man auch die Profikarriere kennt, macht es dann einfach auch so Spaß und so kann man auch dann wirklich gut proben und das fasziniert und macht Spaß. Sag, Bryn, hast du viele gehabt vor mir? Ja, natürlich, Tausende. Im Ernst? Im Ernst? Hey, Carol. Viele haben ihre ersten Versuche in diesem Metier bereits im Kindesalter gemacht. So denkt auch Hauptdarsteller Robert Traxler gern an seine ersten Schritte auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zurück. Naja, es ist schon viele Jahre her. Begonnen habe ich eigentlich schon als kleines Kind, sogar meine erste Rolle war im Kindergarten vor vielen, vielen Jahren mittlerweile. Hat sich dann irgendwie so fortgesetzt in der Schule. Ich bin dann einfach auch später nach der Schule gefragt worden, ob ich in verschiedenen Gruppen mitspielen möchte. Und 1995, das weiß ich noch, das hat man gemerkt, das war dann mein erster größerer Auftritt. Da bin ich eigentlich mehr oder weniger durch Zufall zum Musikfestival Steyr gekommen. Und da habe ich unter anderem in Raimund kennengelernt, der da Regie macht bei diesem Stück. Ja, und einmal gefangen, lässt es einem nicht mehr aus. Also man muss eigentlich immer wieder auf die Bühne, weil es Spaß macht. Das hat nur ein paar Monate gedauert. Wann war das? Vor 2 Jahren. Wie hieß sie denn? Claire. Sie war Malerin. Sehr gescheit, sehr gerade heraus. Sehr scharf wie... Anschmiegsam wie eine Rasierklinge. Wann hast du sie denn zuletzt gesehen? Vor 2 Jahren, habe ich doch gesagt. Und warum ist ihr Foto dann noch unter dem Nachttisch? Ach mein Gott, das liegt da einfach so, mehr nicht. Komm, gib mir einen Kuss. Sag, mit wem hattest du es lieber? Mit ihr oder mit mir? Was? Sex.